Wir haben die untere Körperhälfte animiert und schauen uns das nochmal kurz an. Wie Sie sehen, sind alle Fußschritte an Ort und Stelle. Die Figur startet auf dem rechten Fuß, der linke Fuß schwingt nach vorn, sie stößt sich mit dem rechten Fuß ab, macht einen Sprung, landet, Kissenposition und der Zyklus wiederholt sich. Animieren wir jetzt den Oberkörper. Wir beginnen mit der Wirbelsäule und den Schultern. Genau wie beim Gehen spiegeln die Schultern die Hüften. Wir müssen also im Prinzip nur verstehen, wo die Hüften sind und können entsprechend die Schultern einstellen. Ich drehe das hier mal so, dass wir unsere Figur mehr von vorn sehen. Auf diese Weise kann ich sehen, wo ihre Hüften sind. In diesem Fall, wenn ihr rechter Fuß vorn ist, ist auch ihre rechte Hüfte vorn. Wir müssen also die Wirbelsäule entlang der vertikalen Achse drehen, so dass die entgegengesetzte Schulter vorn ist. Ich wähle also die Wirbelsäule aus und drehe die Schultern entlang der vertikalen Achse, so dass ihre Schulter nach vorn kommt. Und dann setze ich einen Key dafür. Dann gehe ich zum nächsten Key hier. Und dann drehen wir sie in die andere Richtung. Ich wähle also wieder die Schultern aus und drehe sie entgegengesetzt. Und natürlich wieder der Key. Ihre Schultern sind nun also in Hüften entgegengesetzt. Wir können nun zur letzten Pose gehen und im Prinzip die gleichen Werte einstellen wie im ersten Frame. Wir können das sogar kopieren und einfügen. Wir passen es eigentlich vor allem deshalb an, damit es perfekt stimmt, wenn wir es in einem Zyklus durchlaufen lassen. Und wir setzen wieder einen Key. Wir haben jetzt also ihre Schultern, die den Hüften entgegengesetzt sind. Was ich hierbei bemerke, wenn ich sie mir von vorn ansehe, ist, dass sie irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Wir müssen also die Wirbelsäule so drehen, dass der Winkel ihrer Schultern dem Winkel der Hüften entgegengesetzt ist. Ich habe die Hüften hier also in diesem Winkel. Und dann muss ich dafür sorgen, dass die Schultern genauso sind. Machen wir das also. Das ist nur eine kleine Änderung. Ich wähle jedenfalls jetzt die Schultern aus. Und dann drehe ich sie so, dass sie quasi dem Winkel der Hüften entgegenstehen. Vergessen Sie nicht den Key. Gehen wir zum nächsten Frame und machen wir es anders herum. Gehen Sie jetzt zum letzten Frame. Und stellen Sie es auch hier ein. Jetzt können Sie sehen, dass Ihr Oberkörper hin und her schwingt. Schauen wir uns kurz an, was wir haben. Sie sehen, die Schultern bewegen sich jetzt realistischer. Wenn wir das langsamer durchgehen, dann sehen Sie, dass sie entgegengesetzt zur Bewegung der Hüften und Beine sind. Nachdem wir nun die Schultern eingestellt haben, können wir zu Armen und Köpfen kommen. Merken Sie sich, die Schultern sind den Bewegungen der Hüften entgegengesetzt und die Wirbelsäule ist das Verbindungsstück, das alles erst möglich macht.